Das ist er. Hat Brickjaw getötet. Kannst du es glauben? Ich könnte Yolanda fragen, aber... Ich könnte Yolanda fragen, aber... Weißt du, ich dachte, nachdem du so viele Iron Vipers ausgeschaltet hast und der Rest vogelfrei wurde, würde sich die Lage hier ein wenig beruhigen. Aber vielleicht haben wir damit genau das Gegenteil bewirkt. Auf jeden Fall gerät die Sache außer Kontrolle. Was meinst du damit? Jemand hat ein Kopfgeld ausgesetzt auf einen Gildenhändler. Was? Wahrscheinlich war es Silver Talon. In jedem Fall wird erzählt, dass ein Gesetzloser eine Menge Credits für die Ermordung von Hyder V-Rex bietet. Das ist Maros Bruder. Also können wir wohl annehmen, dass derjenige, der Maro getötet hat, auch das Kopfgeld auf Hyder ausgesetzt hat. Verrückte Sache. Wie hoch ist das Kopfgeld? Hoch genug. Außerdem könnte das unsere Chance sein, jemanden zu erwischen, der weiß, wo Silver Talon ist. Willst du immer noch auf eigene Faust arbeiten? Bittest du mich um Hilfe? Nennen wir es eine Vereinbarung zum gegenseitigen Vorteil. Einverstanden? Was schlägst du vor? Einer von uns beschützt V-Rex. Und mit einer von uns meine ich dich. Ich gehe inzwischen ein paar weiteren Spuren zu den Black Serpents nach. Einverstanden? Gut. Aber ich hoffe, dass es sich für mich auszahlt. Shadow. Das ist der Teil, der mich stört. Das mit den Goliaths überrascht mich nicht. Aber ich will wissen, wer hier so Staub aufwirbelt. Das könnte eine Gelegenheit sein. Ich könnte Yolanda fragen, aber... Denken Sie daran, die Bionics müssen regeln. Du musst dir meine Bionics ansehen. Gut, kommen Sie vorbei, wenn Ihre Bionics sich seltsam anfühlen sollten. Wobei dann bestimmt das Fleisch das Problem ist.
Ich frage mich langsam, ob ich etwas an dieser Geschichte nicht recht verstehe. Was in Helmors Namen hat sie... Wer war der Typ vorhin, als ihr aufgetaucht seid? Und was hat er gemacht? Wie ist er einfach so verschwunden? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich weiß es nicht. Hab ihn nie zuvor gesehen. Die Goliaths nannten ihn Shadow. Ach ja? Das ist interessant. Ich werde vielleicht einen Freund von uns auf die Sache ansetzen. Und vielleicht weiß die Wildsnake Priestess hier ja auch was. Sie haben also noch... Es geht um meinen Mastiff. Und wenn Sie Ihres schwachen Fleisches überdrüssig sind, wissen Sie ja, wo ich bin. Wildsnake. Nein, du siehst nach Second Best aus. Danke. Hast du von dem Kopfgeld gehört, das Silver Talon ausgesetzt hat? Ja klar, verrückt. Sowas habe ich überhaupt noch nie gehört. Und der Gildenhändler, auf den es ausgesetzt wurde, Hyder Virex, ist der Bruder von diesem Morrow, der vor einer Weile getötet wurde. Ja. Jemand kann die V-Rexes wohl echt nicht leiden. Eine Ahnung warum? Nein. Die V-Rexes haben sich auf Architech spezialisiert. Und davon gibt's hier eine ganze Menge, sagen sie, seit die eingestürzte Kuppel da draußen gefunden wurde. Die V-Rexes haben die Hälfte der Gangs hier angestellt, um den Handel zu kontrollieren. Aber dass es jemand auf die Gildenhändler selbst abgesehen hat, ist ein starkes Stück. Noch ein Drink? Wildsnake. Nein, du siehst nach Second Best aus. Danke. Sag, was weißt du über einen Typen namens Shadow? Shadow? Ein Söldner, der mir ständig über den Weg läuft. Ein Kopfgeldjäger? Ich weiß nicht, ob's derselbe ist, aber vor einiger Zeit hat ja mal einer gearbeitet. Hat sich ziemlich schnell unbeliebt gemacht. Bei den Banditen? Wundert mich nicht. Ja, aber auch bei vielen anderen. Kopfgeldjagd ist nicht gleich Kopfgeldjagd. Viele hier würden sagen, Banditen jagen, um Credits zu verdienen, ist eine Sache. Aber wenn du es tust, um dich bei den Enforcern einzuschleimen, machst du dir hier keine Freunde. Das hatte er vor? Sich einen Namen bei den Enforcern zu machen? Du denkst nicht, er würde für Gesetzlose arbeiten. Für Gesetzlose? Nein, nicht so wie ich ihn in Erinnerung habe. Die Enforcer, die Gildenhändler. Solche mächtigen Leute waren sein Ding. Wollte sich sogar einen Namen bei den Adeligen oben in der Spitze machen. Aber ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Schon lange nicht mehr. Noch einen Drink?
Das bringt einem also ein Gildenhändlerabzeichen? Nicht schlecht. Eine alte Zitadelle. Ah, sie. Hat Kyle Jericho sie geschickt? Kann man so sagen. Er sagt, sie brauchen Schutz. Ich scheine einen Feind zu haben. Zweifelsohne derselbe, der meinen Bruder ermordet hat. Ist ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt? Ja, so sagt man. Unerhört. Ich habe mich hier versteckt, aber diese Banditen werden nicht einfach aufgeben. Ich rechne mit einem Angriff. Und zwar bald. Was tut ihr hier drin? Ihr sollt Wache halten. Wer würde sie hier angreifen? Ich weiß es nicht. Die Belohnung ist hoch. Die meisten Gangs müssten es zwar besser wissen, aber trotzdem... Also warten wir. Es gibt nur zwei Eingänge. Beide sind gesichert, aber sie müssen sie im Auge behalten. Das ist Blawthorn, mein verlässlichster Leibwächter. Er zeigt ihnen... Schnell! Sichert die Zitadelle! Zwei Gangs im Anmarsch! Alle, die draußen sind, sollen sich kampfbereit machen! Wir wollen hier drin nicht in der Falle sitzen! Rückt vor und verjagt sie! Na gut, los geht's! Wir brauchen ihn! Verdammt! Sie haben Schützen im Dach der Kuppel! Bleibt in der Zitadelle! Kopf runter! Die Scharfschützen haben uns im Visier! Wir haben es im Griff, aber bleibt wachsam! Sie haben was vor!
sind mehr als ich dachte. Sie haben uns umzingelt. Zurück und die Türen sichern. Wenn auch nur einer von diesen Banditen hier reinkommt, könnt ihr euren Lohn vergessen. Hier, Kurita. Lothan ist tot. Die haben das genau geplant, verdammt. Sie haben eine Art Bohrgerät da draußen. Wer ist noch in der Zitadelle? Ich! Mach sie dicht. Zwei Gangs im Anmarsch. Alle, die draußen sind, sollen sich kampfbereit machen. Wir wollen hier drin nicht in der Falle sitzen. Rückt vor und verjagt sie! Na gut, los geht's. Verdammt, sie haben Schützen im Dach der Kuppel. Bleibt in der Zitadelle! Kopf runter. Die Scharfschützen haben uns im Visier.
haben es im Griff, aber bleibt wachsam. Sie haben was vor. Ja. Kurita, Lothan ist tot. Die haben das genau geplant, verdammt. Sie haben eine Art Bohrgerät da draußen. Wer ist noch in der Zitadelle? Ich! Mach sie dicht. Sofort! Du musst das Tor verbarrikadieren, sonst brechen sie es auf. Alles klar. Sie sind drin. Zieht euch ins Innere zurück und gebt noch ein letztes Mal alles, was ihr habt. Yeah.
Wir müssen die Stellung halten. Wenn sie am Saal vorbeikommen, sind sie im Gewölbe. Beweg dich in den großen Saal. Such V-Rex und schaff ihn hier raus. Uns läuft die Zeit davon. Jetzt fahr ich zurück! Bewacht die Nachhut! Was? Denkst du da? Wir hauen alle gemeinsam an! Schnell! Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Helfen Sie mir! Ich kenne einen anderen Weg raus. Los, schnell! Oh nein! Ihr Makropolenabschaum glaubt wirklich, ihr kommt an mir vorbei? Ihr wisst nicht, was ihr da tut. Oh, ich versichere dir, sie wissen genau, was sie tun. Und warum? Du hast etwas, das ich will. Nichts da. Der Gildenhändler bleibt bei mir. Ach, der ist egal. Naja, nicht ganz. Aber du hast etwas, das ich will. Dann musst du mich wohl töten, um es zu kriegen. Du sagst es. Schließlich steckt es in deinem Kopf.